und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelderwand. Im kleinen Kämmerchen mit dem Herrn Neumann, Acker Richter, also von Beruf Richter, im Moment zumindest. So, also. Ja, also. Ich war ja eigentlich dabei, es bei einer gemeinnützigen Spende zu belassen, die relativ gering ausfällt. Aber nachdem er sich am Ende nochmal so geäußert hat, dass ihm die Ernte wichtiger ist wie seine Kunden und er da auch, keine Ahnung, nicht mal das Lohnunternehmen angefragt hat, vermute ich mal, nee. Würde ich sagen, muss er doch eine etwas höhere Geldstrafe erhalten. Und bezüglich seiner Ämter würde ich aber erstmal empfehlen, dass wir ihn noch drin lassen. Bis zur nächsten Wahl, beziehungsweise bis zum nächsten Vorkommnis. Also da würde ich es bei einer Verwarnung belassen. Das wäre mein Vorschlag. Und was die Geldstrafe angeht, war ich eigentlich bei 10.000 Euro für einen gemeinnützigen Zweck. Bin ich aber inzwischen eher bei 30.000 Euro. 30.000, vielleicht 35, weil er auch einmal zwischendurch gequatscht hat. Ja, das war ja erstmal eine Verwarnung. Also er muss natürlich die zu viel verlangte Summe zurückbezahlen und die Strafe, sage ich jetzt mal, für einen gemeinnützigen Zweck. Tja, da fände ich vielleicht ganz interessant, dass man vielleicht die Biokasse unterstützt. Dass man für die Biobauern im Grünfelder Land, dass die daraus etwas wertschöpfen können. Ja. Und dann, du sagtest 30.000. Ja. An die Stadt. Muss ich ja gleich verkünden. Ja, klar. Und was ist mit, und dann noch zusätzlich nochmal das ganze Geld zurückerstatten, also. Nee, das, was zu viel verlangt wurde, also der Wucherpreis, der muss natürlich zurückbezahlt werden. Ich würde halt sagen, als Urteilsbegründung ist ganz klar, er hat's gemerkt, hat aber nicht reagiert. Und es sollte jedem Unternehmer im Grünfelder Land auch wichtig sein, dass die Kundenzufriedenheit sichergestellt ist. Jo. Kennst du, das kenne ich. Ja, eben. Schreib mir noch mal kurz das auf. Die Gründung war. Er wusste es. In Kurzform, ja. So, dann können wir ruhig wieder. Ich meine, Sie können ihm ja auch nochmal den Ratschlag geben, dass, wenn er sich Kunden vergrault, ihn sein finanzielles Desaster ja deutlich erhöht ist. Ah, dann kriegt er ja, hat er viel mehr Probleme. Dann kriegt er auch zukünftig weniger Geld. Jo, denn. Und die turnen schon alle wieder draußen rum. Sie dürfen alle reinkommen wieder. Okay. Alle bitte wieder reinkommen. Die Richter. Boah, ist das heiß hier drin, Alter. Oh, mal die Heizung ausmachen. Die Klimaanlage anmachen. Heizung ausgemacht. Oh, die Stadt hat auch an. Nicht wenig Geld. Die hat direkt zwei Klimaanlagen. Ja, können wir die mal anmachen. Hier drin ist ja verdammt heiß. Ja, Neumann, ich gebe dann mal eine Folge. Dann werden alle krank. So, einmal bitte um Ruhe. Wo ist der? Der ist Müller ist noch draußen. Ja, das ist egal. Hä, nee. Tür bitte zumachen. Boah, achso, sie meinen den anderen. Na, kommt doch. Komm ich Armee schon selbst durcheinander. So. So. Der Volker, Baruna und ich sind zu dem Entschluss gekommen. Alles, was zu viel für Gewinn gezahlt werden musste, muss zurückerstattet werden. Dazu muss 30.000 an die Stadt für die Biobauern als Unterstützung.
von der Gemeinderat, von dem Amt Gemeinderat wegmachen. Also haben wir das als Verwarnung gelassen und als Begründung haben wir, dass der Lukas Müller wusste, dass es Wucher war und hiermit ist das Gericht rechtskräftig. Ich habe noch mal nur eine kurze Nachfrage. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass 30.000 an die Stadt gehen, sozusagen als Strafzahlung bzw. Sozialleistung. Genau. Die überhöhte Marge an die Stadt war das auch, weil bei Herrn Resex weiß ich, dass das unter 10% waren. Und genau, das war's. Also die war richtig. Und sie sollten sich halt sicher sein, dass es dieses Mal eine Verwarnung ist, wenn sie sich nochmal ein ähnliches oder schwereres Delikt zu Schulden kommen lassen, dann werden sie des Amtes als Gemeinderatsmitsitzender enthoben. Herr Neumann würde auch, denke ich mal, das Urteil nochmal per Post zuschicken. Ja, und es muss in den nächsten 7 Tagen das Geld überwiesen werden, also die 30.000. Ja, damit sie das, die 30.000, das andere, werde ich dann nochmal die Rechnungsüberlagen prüfen. Also, der Herr Trisser soll bestätigen, ich weiß nicht, wie schnell die Bank ist. Das müssen wir jetzt hier nicht machen, das können Sie nachher. So, jetzt kommen wir zur Feier des Tages, Oldtimer-Versteigerung. Wir haben ein paar Oldtimer bekommen, wir gehen jetzt noch zur Versteigerung. Mal kurz für mich. Ja, alle schon weg. Herr Neumann, der Herr Richter hat noch gerufen. Oh, ich bin zurück. Zu breit. Ah, noch mal zurück. Razix, dann aber kein Auto mehr fahren. Marcel, kann das sein, dass der Razix abgefüllt wurde? Razix? Ja, wie gesagt, keine Ahnung mehr. Ich meine, dass die sich benehmen. Ich hätte gerne auch noch den Herrn Baruna dabei. Ich glaube, du musst mal dem Herrn Razix Platz machen. Herr Razix, hängt im Türraum fest. Gehen Sie mal weiter. So. Hallo, Herr Baruna, wo sind Sie hin? Ich stehe hier im Raum. Und zwar, ich möchte gerne eine Beschwerde einlegen. Gegen das Kraftfahrtbundesamt. Und da werde ich auch vor Gericht ziehen mit, weil das geht so nicht. Herr Trissler! Nein, mach die Tür zu. Dass die mir einfach die Fahrerlaubnis entziehen, bei einem Umkippen, wo der Herr Trissler bestätigen kann, dass das Fahrzeug so nicht halt, wie soll man sagen, vernünftig zu fahren ist und dass man da zum einen... Um was für ein Fahrzeug hat es sich denn gehandelt? Um ein Deutz mit einem Anhänger. Um Paletten. Mit also Paletten. Sie wollen gerade sagen, dass man einen Traktor nicht fahren kann? Nee, das ist mit der Höhe der Ladung sehr schwer war, den zu fahren. Okay, dann haben wir ja einfach folgendes Problem. Ich bin zwar kein Polizist, aber mit Ladungssicherung kenne ich mich aus. Dann sind Sie als Fahrer dafür verantwortlich, dass Sie einen Unfall gebaut haben. Und der Verlader. Nö. Wegen der nicht vernünftigen Ladungssicherung. Nein. Sie als Fahrer sind verantwortlich für Ihre Ladung. Wenn Sie die nicht richtig sichern, sind Sie schuld. Wenn Sie die STV. Außerdem erinnere ich mich dran, dass hier 2 Personen anwesend waren, die mir gesagt haben, laden Sie drauf. Ja, das konnte man eigentlich auch fahren. Und aber als Verlader, da müssen Sie nochmal drüber gucken. Und wenn die Ladungssicherung nicht vernünftig ist, hätten Sie sie gar nicht vom Hof schicken können. Ja, aber Herr als Richter, Sie bei mir vom Hof gefahren sind, war doch alles in Ordnung. Ja, Herr Richter, es geht ja nicht nur um den einen Verstoß. Es liegen ja mehrere Verstöße vor. Es war ja nicht nur der Deutz. Was denn? Wir haben zum Beispiel ein Polizeiauto schon mal aufs Dach gelegt. Das hat wo der Herr Neumann seine Gehirnerschütterung hatte. Aber da muss man dann auch ganz klar mit einbeziehen. Den. Da ist der Racex auch Zeuge, dass das Auto auf dem Dach gelegen war. Das gebe ich auch zu. Aber da muss man dann auch mit einbeziehen, dass das Auto auf dem Dach lag. Das gebe ich zu. Aber die Frage ist, wie kann das passieren? Herr Richter. Ja? Wenn das Auto auf dem Dach war, ist ja klar, dass man mit einbezieht, dass das Auto auf dem Dach war. Ja, was? Ja. Sorry. Herr Reisex, halt's mir dann an.
Jürgen, geh mal kurz raus. Schlaf mal deinen Rausch aus. Was für Rausch? Ne, den leichten Schwips, den du hast. Das riech ich bis hier. Gehen Sie mal bitte raus. Ich hoffe, du hast einen Fahrer dabei. Riechst du die Bulette? Nee, nicht die Bulette. Oh, die scheiß Zwiebeln, ey, verschwind. Ich liebe es, andere zu trollen. Also, Herr Richter, Sie können gerne Widerspruch einlegen. Legt auch Widerspruch ein. Behörden sind geduldig, ich auch. Wenn Sie irgendwann einen neuen Führerschein brauchen, bin ich da. Nee, ich will da Widerspruch einlegen, weil das, was da passiert ist. Ja, dann reichen Sie den Widerspruch ein, wir haben noch eine Versteigerung. So nicht rechtens ist. Ja, wie gesagt, jeder hat ja das Recht, dagegen Widerspruch einzulegen. Das dürfen Sie auch gerne tun. Das hat jetzt jemand beim Gericht gemacht und ich hoffe mal, dass Sie den Vorgang nachgehen. Ja, irgendwann, wenn Zeit ist. Ja, also, nur mal kurz zur Information für uns zwei. Der Herr Richter war bei dem ersten, bei dem zweiten Fall dabei. Der Herr Trissler meine ich. Und der Herr Raisex beim ersten Mal, ist das korrekt? Das weiß ich gar nicht mehr. Herr Trissler, wer war denn bei dem Polizeiunfall dabei? Da war ich auch mit drinnen gesessen und das ist ja in Höhe von Bauhof. Da waren Sie auch dabei. Passiert. Okay, gut. Ja, wir werden dem nachgehen, Herr Richter. Und desto weiterhin müsste davor... Ja, wir haben jetzt Oldtimer-Treffen. So. Und ich hoffe, dass der Vorgang nur noch heute... Jetzt gehe ich hier raus. Nee, heute wird gar nichts bearbeitet, Herr Richter. Julian, das braucht seine Zeit. Wir werden gucken. Ich bitte Sie darum, dass Sie mich sitzen. Herr Müller. Richter. Ja. Der Jürgen fährt hier mit dem MB-Truck überall, ist halt die ganze Zeit hier im Kreisen gefahren. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel gesoffen. Was ist hier drin? Nein, die müssen besser bestaunt werden können. Darf ich auch einfach mithelfen, ne? Ja, sie dürfen safe nach vorne rollen. Aber bitte vorsichtig, das sind Oldtimer. Die gibt's auch nicht so zu kaufen. Oldtimer ist mein Fachgebiet. Oder Traktor. Klar, du hast nicht mal einen. Ja, aber früher. Obwohl, der kann noch ein bisschen weiter vor. So. Der ja, aber Gas steht so weit vorne. Funktioniert alles. So. Hören Sie den Zaun also, von einem MB-Truck. Die Stadt hat ein paar Fahrzeuge bekommen. Hallon? Durch eine Ersteigerung. Hast du schon eine Idee, was wir... Halt doch mal in deine Klappe jetzt. Auge fassen. Und wir würden gerne... Sie können sich jetzt mal die Fahrzeuge alle anschauen und dann würden wir nacheinander alle versteigern. Darf man auch mal Motor anmachen, um zu klauen, wieder neu? Ja, die Schlüssel stecken überall. Sie dürfen überall die Motoren anmachen. Der Richter bewacht das Ganze, dass hier keine Kratzer reinkommen. Dürfen wir noch eine Runde fahren? Nein. Na schade. Jürgen, du bist heute genügend gefahren. Da läuft ja wie jeder eins, du. Herr Müller, haben Sie gar kein Interesse? Ich? Nein, Herr Stefan Müller. Nee, ich hab mein Interesse. Ach, geil, ich weiß auch, auf wen ich biete. Deutz Torpedo. Ja. Jürgen, kannst du auf den Deutz, Pflegebereifung machen, ne? Malen? Warte mal. Guck mal. Marlon? Komm mal bitte kurz mit an die Seite. Kannst du da was organisieren? Der Torpedo hat keine Pflegebereifung. Nee. Was für ein Scheißdreck. Wissen Sie da, ob es irgendwelche Umrüstkits gibt? Was ist denn hier schon? Nikolas. Herr Müller. Wo sind Sie denn gerade? Rüssler. Was ist denn, Leon? Ja, die Fahrzeuge da neben den MB-Truck in der Halle, sind die auch zu verkaufen? Nein, ich weiß nicht, warum da die Hallentür offen ist. Ach, pass auf. Lenk mal ein. Die sind doch nicht zu verkaufen. Herr Müller, Lukas, wo sind Sie denn gerade hin? Da sieht da lustig aus. Gelenke sind nicht ausgeschlagen. Sie wollen an den Oldtimer andere Reifen dran machen, dann verliert er seine Oldtimer-Zulassung. Das ist Ihnen schon bewusst. Wäre nicht so klug, empfehle ich Ihnen. Sonst müssen Sie Versicherung und Steuer zahlen. Also erhöhte Versicherung und erhöhte Steuer. Das ist wirklich nicht sehr sinnvoll. Aber irgendwo mit muss ich ja meine Felder, muss ich ja mal Unkraut wegmachen. Bleib mal ein bisschen ein. Ja, dann holen Sie sich einen anderen Traktor. Okay. Aber es gibt keinen Traktor, der mir gefällt. Gelenke sind in Ordnung. Aber wirklich keinen. Ich hab schon geguckt. Also, ich weiß nicht, wissen Sie noch was, drin? was
das gut aussieht. So. Ja. So, haben ist Geschmackssache. Alle, haben denn ja. alle die Fahrzeuge angeschaut? Sagt der ja. 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 So, ja. Auch Sie, Herr Leon? Ja. Ja. Bin fertig. Okay, dann würden wir mal hier bei diesem JCB Fast Track 150 anfangen. Oh. Das Startgebot hierfür liegt bei 15.000 Euro. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken uns jetzt mal morgen dann die Versteigerung an. Aber für mich war es das heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.